Hallo, ihr Süßen. Es ist Nachmittag, wir haben jetzt 3:30 und nur Eltern kennen die Tragik hinter der Aussage, wenn ich erzähle, der Noah ist auf dem Weg nach Hause aus der Kita eingeschlafen. Ja, Katastrophe, ich sag's euch. Aber ich nutze die Zeit und koche jetzt schon mal was. Ich mache heute Süßkartoffelpommes, der Noah liebt Pommes. Und es gibt eine absolute Weltneuheit, die ich euch gerne erzählen möchte, nämlich der kleine Mann ist heute ganz alleine aufs Klöchen gegangen. Der Kleine in der Kita hat ja seine Pampers runtergezogen. Ich habe ja immer diese Pants, die man so runterziehen kann. Und ja, hat mir vorhin seine Erzieherin gesagt, hat er heute ganz alleine gemacht. Ja, haben wohl meine Überredungskünste doch mal was gebracht. Ja, diese Woche fing alles von ganz von selber völlig zwanglos an. Am 6.3. ich notiere mir sowas ja bei Notizen bei mir auf dem iPhone, damit ich sowas auch für später weiß und als Erinnerung. Und ja, am 6.3. hat er morgens nach dem Duschen von selber Pipi gemacht in das Töpfchen. Dann sagte er, guck mal Papa, guck mal. Und mein Mann war gerade dabei, sich die Unterhose anzuziehen und dann guckte er und dann rief er mich direkt. Da haben wir den Kleinen gefeiert. Den haben wir gefeiert im Badezimmer. Hat er erstmal ein Playmobil-Auto bekommen. Ich habe ja für ihn ja noch ein paar Geschenke und so Kleinigkeiten. Und immer wenn irgendwas besonders ist oder so, dann kriegt er schon mal sein Geschenkchen. Ja. Wenn ihr euch gerade fragt, warum ich so sportlich aussehe, ich habe vorhin noch ein bisschen Yoga gemacht und Sport gemacht. Und dann dachte ich gerade, jetzt schmeiße ich mich schnell vor die Kamera, wenn der kleine Mann schläft. Hab mir noch eben Lipgloss aufgetragen und mich sogar eingesprüht für euch. Eingesprüht? Ja, auf jeden Fall hat er am 6.3. das erste Mal Pipi gemacht und gestern das erste Mal auf seinem Klöchen groß gemacht, ne? Im Töpfchen. Und heute in der Kita auch, von selber. Hose runtergezogen und sich aufs Klo gesetzt. Boah. Ja, jetzt ist der Moment gekommen. Der Moment ist gekommen, wo ich sagen kann, mein Baby ist gar kein Baby mehr. Mein Baby ist jetzt schon ein großer Junge. Ja. Er bahnt sich den Weg immer mehr in die Selbstständigkeit. Der Abnabelungsprozess nimmt immer weiter seinen Lauf. Und er geht seine eigenen Wege. Er braucht uns bald nicht mehr. Okay, ich wollte euch was erzählen zu Süßkartoffeln heute, weil ich koche heute ja, ich mache jetzt gleich die Süßkartoffelpommes für den kleinen Mann, er liebt ja Pommes. Und heute kriegt er alles, was er gerne möchte, aber natürlich gesund, ne? Und ich sag euch was, die Süßkartoffel ist mein Lebensmittel Nummer 1 mit der Avocado. Und dann habe ich vorhin mal nachgeschaut, weil ich wollte wissen, wie viele Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Ich habe nicht alle Zahlen immer im Kopf, also habe ich das vorhin gegoogelt und habe gesehen, dass auf 100 Gramm Süßkartoffel kommen 20 Gramm komplexe Kohlenhydrate, also super, geht langsam ins Blut, ist super verdaulich, ist vor allem antiinflammatorisch, ihr Lieben, das heißt entzündungshemmend, vor allem für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, es ist vorbeugend bei Darmkrebs, es hilft Entzündungen aus dem Darm rauszutragen, es senkt den Blutzucker, es senkt das Cholesterin, es ist einfach so ein Superfood einfach. Sie ist reichhaltig an Folat, also an Folsäure. Und die Folsäure beinhaltet das Folat. Das Folat ist das, was in die Zellen geht. Und dieses Folat ist wichtig bei der Zellteilung, wichtig vor allem bei Kinderwunsch, ihr Lieben. Alle Schwangeren, bitte esst Süßkartoffeln. Und noch eine tolle Sache ist das Kalium. Kalium, genau wie bei Auberginen auch, genau wie bei Brokkoli auch, genau wie bei Basilikum auch. Also sämtliche Kräuter beinhalten auch ganz, ganz viel Kalzium und Kalium. Und ja, diese tolle Knolle hier ist reich an Kalium. Vor allem super für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Wirkt entkrampfend, anders als Magnesium. Und ja, ich könnte darüber jetzt stundenlang referieren, aber ich lasse es sein, denn der kleine Mann ist gleich wach und er braucht seine Pommes. Also ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine Süßkartoffel zubereite. Und ich lasse die Schale dran, ihr Lieben. Ich wasche einfach nur die Kartoffeln ab und verzehre die mit der Schale. Und ihr seht die Stücke, ca. 1 cm dick. Das sind dann leckere Pommes nachher. Ihr könnt es natürlich so schneiden, wie ihr lustig seid. Ich schneide sie nur einmal in der Mitte durch, damit die auch schön groß bleiben. Der Noah nimmt die gerne einfach so in die Hand, ohne Gabel, ohne Messer. Ja,
ein kleines Tröpfchen Keimöl, eine Knoblauchzehe reingedrückt, wie ihr das jetzt hier seht. Und das gibt der Süßkartoffelpommes nochmal ein richtig cooles Aroma, bisschen Meersalz dazu. Könnt ihr natürlich würzen, wie ihr wollt. Alles drüber gekippt und ja, dann können die Süßkartoffelpommes auch schon in den Backofen. So, ihr Süßen, hier sind meine leckeren Süßkartoffeln. Es duftet herrlich. Eine Knoblauchzehe reingepresst mit bisschen Salz, bisschen Öl. Fertig. Dazu kommt gleich noch ein bisschen Hähnchenbrustfilet. Ihr könnt dazu einen Salat machen. Das Tolle ist ja, diese Süßkartoffeln, das sind gesunde Pommes. Ihr könnt sie ohne schlechtem Gewissen euren Kindern verabreichen. Die Kinder werden die lieben, weil die ja was ein ganz süßes, feines Aroma haben. Anders aber als die normale Kartoffel sind die Süßkartoffeln ja schneller gar. Also achtet drauf, ich habe sie jetzt hier drin bei 200 Grad. Ich denke mal so in 35 Minuten bei der Menge sind sie fertig. Ich hatte jetzt 5 große Süßkartoffeln. Das reicht für uns 3 dicke, dicke, dicke. Also, ich freue mich sehr, dass ich dem Noah heute die Süßkartoffeln machen darf. Und dazu mache ich noch als Dip, gibt es da noch statt Mayo, gibt es den körnigen Frischkäse. Denn, als kleiner Vergleich, ich habe hier mal so ein Tütchen letztens mal aufbewahrt. Ja, ich hatte dem Noah mal ein Happy Meal geholt und habe bis heute ein schlechtes Gewissen. Echt jetzt mal. Dieses Ding hat alleine, da ist gerade mal vielleicht ein Esslöffel Mayo drin, hat 70 Kalorien. So, und dieses ganze Teil hier, also 100 auf 100 Gramm kommen wir hier bei 90 Kalorien ungefähr. Ja, aber das Wichtige ist, es hat eine viel höhere biologische Wertigkeit. Das heißt, es hat alleine 12,7 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, ja. Es hat eine bessere Zusammensetzung, der Körper kann das verwerten. Mayo kann der Körper auch verwerten, und zwar direkt als Fett, ja, hier, Doppelkinn zum Beispiel. Also, es kommt ja nicht immer darauf an, dass man sich nur die Kalorien anschaut, sondern auch die Zusammensetzung. Denn je höher ein Produkt an Eiweißen zum Beispiel hat, je weniger Kohlenhydrate es hat, desto weniger schnell geht es auch ins Blut und dementsprechend steigt auch nicht so hoch und so schnell unser Blutzuckerspiegel an. Und dann muss auch nicht so viel Insulin ausgeschüttet werden. Ne? Okay, ihr Süßen. Ja, ich liebe solche Themen. Ich könnte mich daran zu Tode quatschen. Also, wenn ihr was wissen möchtet, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schenkt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ihr wisst schon, wo immer ihr auch gerade seid, ne? Passt gut auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.